Und eine Axt habe ich auch. Super. So, habe ich irgendwo noch Kohle, ist jetzt die Frage. Nein. Nein. Da wäre auch noch eine Axt, da wäre noch ein Bronzeschwert gewesen. Da wäre auch. Boah, wozu mache ich das überhaupt? Ah, ja, okay, ich habe das seit langem nicht mehr gespielt. Aber das ist nur Stone. Das bedeutet, ich nehme das und das. Und ich nehme mir zum Erkunden erstmal auch. Zieh das Teil an. So, das kommt bitte mal da dran, damit ich das nächste Mal auch schön sehe. So, wo geht's als nächstes hin? Ah ja, genau. Ja, jetzt habe ich ja nicht mehr so viel, aber ich habe mir überlegt, was ganz Sinnvolles. Meine super sinnvollen Einfälle. Ich hoffe, die klappen. Sonst wäre es richtig bescheuert. Wie ging das nochmal? Ich glaube so. Genau. So, mache ich mir noch so ein paar Boxen, die ja immer sehr sinnvoll sind, muss ich sagen. Also ich liebe sie, sagen wir so. Ich habe ein ganz enges Verhältnis zu denen. Ah, tut mir leid. Und diese Boxen werde ich jetzt einfach. Ich habe keine Spitzhacke gemacht. Ich habe kein Eisen mehr. Habe ich vielleicht noch Bronze? Eins. Okay. Kappa. Und haben wir noch irgendwo Zinn? Nein. Schade. Zwei, drei. So. Dann eine Spitzhacke. Ich hoffe, die Quarry hat noch Kohle. Sonst wäre es richtig nicht bescheuert. Doch, geil, Kohle, 46. Super. Ja, ich bin das letzte Mal hier reingefallen und bin direkt gestorben, als ich mit meinem Bruder versucht habe aufzunehmen. Ich bin froh, dass ich die Welten dupliziert habe, falls ich nicht aufnehme mit meinem Bruder. Dass das dann noch da ist und nicht irgendwas dran verändert ist. Wofür ich auch im Nachhinein dankbar bin, sonst müsste ich nochmal von neu anfangen. Ah, genau, ich wollte hier Lava holen. Lava. Hole Lava. Und das Ganze baue ich dann auf. Hä? Wo ist denn mein Abstieg hin? Wo ist mein Abstieg hin? Bin ich doof oder irgendwie sowas? Ach, da vorne. Gut. Ich hole mir dann Lava von hier unten. Ah, jetzt muss ich auch wieder ins Dorf und mir die ganzen schönen, leckeren Karotten holen. Ja, wer hat's denn gewagt, hier hinzukommen? Gut. Hier haben wir Lava. Okay, was mache ich da eigentlich? So. Ich habe meine Lava. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, das klappt auch, was ich machen will. Und zwar mache ich diesmal ein etwas größeres. Auf welcher Höhe sind wir? 26? Nein. Abbaufeld. 38?
Nee, komm, machen wir schon auf 40, also hier. Und zwar genau hier hin. Meine 5 Storage-Boxen kommen hier schön aneinander. Ein schöner Turtle wird programmiert. Ein Lava-Bucket. Ich hoffe, das funktioniert hier noch. Und ich nehme diesmal, ja, 5. Nein, ich nehme, 10. Ich schreibe das immer falsch, glaube ich. Das Ding läuft. Super. Jetzt bin ich damit zumindest zufrieden. Haben wir etwas zumindest heute geschafft. Und wir haben schon 20 Minuten rum. Oder so etwa. Komm, hoch mit dir. Und noch nichts Sinnvolles getan, um ehrlich zu sein. Aber wir können uns ja erstmal Kartoffeln holen. Oh, eine Poison-Kartoffel. Die möchte ich ja natürlich gar nicht. Denn was passiert eigentlich, wenn ich die esse? Okay. Ah, wieso esse ich die überhaupt, ich Idiot? Ich kann die auch erstmal backen. Ich sehe schon die Überschrift. Zu dumm zum Kacken. Nein, erstmal Kartoffeln backen. Und etwas Kohle für die Teile hier geben. Da, ich habe sogar noch Kartoffeln, wie schön. Wieso mache ich die eigentlich damit? So. Es kommt da drauf. So, jetzt erstmal Kartoffeln essen. Perfekt. So, als nächstes. Okay, Sand holen. Ich weiß ja inzwischen, wo die Wüste ist. Ich laufe da direkt hin und baue als erstes diesen verdammten Quicksand ab. Hoffe ich zumindest, dass ich den abbauen kann. Wenn nicht, wäre es ein bisschen, naja, suboptimal, würde ich es mal so sagen. Das bedeutet, man muss wirklich aufpassen, wo man hinläuft. Ich hoffe, mit dem Jetpack, was ich hoffe, dass es das auch hier drinne gibt. Ja, es ist dumm, dass ich jetzt nicht abbaue, aber ich möchte erstmal mein großes Haus, einen großen Haus-Spawn-Point setzen, sozusagen. Komm einmal quer über die Wüste drüber. Da sind schon die ersten schönen Bäume. Ich frage mich eigentlich, was das hier für ein Land ist, dass das so, naja, so komisch gebaut wurde. So. Oh, cool. Meine Sachen sind noch da. Oh, geil. Ja, okay. Dann hat sich, dann war alles umsonst, sozusagen. Boah, Entschuldigung, das muss ich rausschneiden. Okay, aber trotzdem sollte ich die Gefahr für mein neues Haus natürlich und für mich in den nächsten Folgen erstmal bannen, denn sie ist gefährlich. Wie witzig. Komm, gib mir die Kartoffel. Oder habe ich noch was Unnötiges? Nee, sieht's. Im Moment brauche ich keine.
So, dann mache ich mir hier erstmal Homepoint. F2 war das. Oder? Oh ne. Ich habe vergessen, die ganzen Teile umzustellen. Iron Boots, Helmet, Creeper Head. Das bedeutet, einmal kurz, ganz schnell, Options, Controls. Mein nein. All. Voxel Map Menü, genau. Das lege ich auf F4. Sagen wir mal F4, genau. Dann. So, Waypoints. Den kann ich löschen. Yes. Jetzt kann ich. Einen neuen Waypoint. Ach, back to game. Schön, dass er hier ist. So, komm nach Hause. Wir wollen doch unsere Sachen wieder haben. Oder unsere Sachen schön einsortieren. Ich habe mir auch überlegt, ich mache aus der BiblioCraft-Mod eine Sache, die heißt Tool Rank. Damit ich genau weiß, was ich habe. Und die nicht immer in den Kisten suche und dann denke, scheiße, wenn ich das nächste Mal sterbe, wo soll ich mich neu equippen?